dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los heute mit der ersten Pressekonferenz der Astrodon Entertainment GmbH auf einer Gamescom. Ich denke, der ein oder andere hat es vielleicht in den letzten Tagen schon entsprechend in den B2B-Medien oder auch in den B2C-Medien bereits gelesen oder unsere Pressemitteilung direkt selber mitbekommen oder spätestens hier am Stand entdeckt. Astrodon Software GmbH und die Rolle Media Marketing und Vertriebs GmbH sind, ich sag jetzt mal, salopp gesagt, Geschichte. Ab sofort sind wir alle Astrodon, dementsprechend auch neue Produkte, wie unter anderem den American Truck Simulator, jetzt unter der Flagge von Astrodon Entertainment. Und bei mir steht Dirk Wallner, Geschäftsführer von Astrodon Entertainment. Und Dirk, sag jetzt doch einfach mal, wie ist es zu dem Schritt gekommen? Warum heißen wir jetzt alle Astrodon? Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ja, das ist eigentlich ein langwieriger Prozess, den wir schon für längere Zeit irgendwo vorantreiben. Es hat jahrelang das für uns Sinn gemacht, als zwei Kreativzellen zu arbeiten in Mönchengladbach, als Rondo Media und Astrodon. Die Voraussetzung ist mittlerweile andere. Wir wollen hochwertige Simulationsspiele liefern. Und wir müssen einfach der Zeit auch Rechnung tragen und unsere Abteilung sinnvoll zusammenlegen und zusammenbündeln. So brauchen wir halt eine Marketing-Unit, wir brauchen eine Producing-Unit, wir brauchen eine Product-Management-Unit. Das haben wir jetzt im Laufe der letzten Monate geschaffen. Haben das Ganze halt aber in einem Konstrukt aus zwei Firmen gelassen, weil die eine Firma halt den Publishing-Part abbildet und die andere halt den Retail-Vertrieb abbildet. Das heißt, ihr habt euch das jetzt sauber getrennt zwischen der Astrodon Entertainment und der Astrodon Sales and Services GmbH. Kannst du uns denn noch etwas dazu sagen, wie das jetzt generell von der Geschäftsführung aufgeteilt ist? Wer wird in Zukunft was verantworten? Wer wird die Zügel in der Hand halten? Und was hat die Fusion oder beziehungsweise die Umfirmierung in dem Sinne ja für die weiteren Mitarbeiter eigentlich zu folgen gehabt? Mitarbeiter sind eigentlich in den jeweiligen Abteilungen, dass sie halt unter einer Flagge segeln. Sie können konzentriert als ein Team in einem Thema arbeiten. Die Geschäftsführer sind eigentlich auch geblieben. Die Tina Groß ist Geschäftsführerin der Astrodon Sales and Services. Ich bin Geschäftsführer der Astrodon Entertainment GmbH. Und die Julia Pfeffer und der Tim Schmitz sind die stellvertretenden Geschäftsführer. Soll das Mikro ans Kinn halten? Das klappt doch. Okay. Und für den normalen Mitarbeiterstab, für alle weiteren Beteiligten, ist die Umfirmierung auch sauber gegangen. Genau. Also wir haben schon deutlich, bevor wir das bekannt gegeben haben, haben wir die Umstrukturierung vorgenommen im Unternehmen, haben neue Abteilungen gegründet, haben die Mitarbeiter in Abteilungen zusammengeführt. Das funktioniert eigentlich jetzt schon seit einigen Monaten. Also wir haben eigentlich den Probelauf schon hinter uns. Und warum ist es denn der Name Astrodon geworden? In der Vergangenheit war es ja eigentlich so, dass Rondo Media die Mutter war und Astrodon war das Tochterunternehmen. Jetzt habt ihr euch gemeinsam für den Namen Astrodon entschieden. Warum diese Entscheidung? Ja, genau. Also in der Tat, ich habe Rondo Media ist ja noch zwei Jahre länger am Markt als Astrodon. Auch da hat man den Namen sorgfältig ausgewählt. Astrodon ist in den letzten Jahren, hat sich schon sehr stark auf Simulationsspiele fokussiert, das seit 2005 bereits. Man hat sich da einen Namen gemacht und den Namen wollen wir natürlich auch transportieren. Für viele im Handel ist es sowieso eigentlich kaum erklärlich gewesen, warum wir das als zwei Firmen machen. Das hat vor Jahren sicherlich mit dem Fokus auf Retail sicherlich ganz viel Sinn gemacht, aber heutzutage hat sich dann die Games-Landschaft und der Markt geändert. Insofern macht diese Strategie jetzt mehr Sinn. Und für euer zukünftiges Portfolio in Sachen Casual Games, Simulationen, andere Genres, wo werdet ihr jetzt in Zukunft den Fokus drauflegen? Wie ich schon sagte, halt deswegen auch der Name Astrodon, der Fokus nicht ganz klar auf den Simulationen. Wir wollen hochwertige Simulationsspiele vermarkten, wollen aber trotzdem weiterhin auch unsere beiden bekannten reinen Casual Games, die Play and Smile und die Big Fish Games, weiter fortführen. Das werden wir auch mit der gleichen Akribie machen wie vorher auch. Das Publishing-Bereich ganz klar, der Schwerpunkt, die Frage mal zu beantworten, auf Simulationen liegen. Ja, prima, Dirk, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für
für die Ausführungen in Sachen der Umformierung. Jetzt sind wir, glaube ich, alle im Bilde, wie das für uns, für alle Beteiligten weitergehen wird mit der Asteron Entertainment GmbH und der Asteron Sales and Services GmbH. Und wir haben heute viel vor. Wir haben insgesamt, wo wir gerade über Simulationen sprechen, 7 Simulationen heute hier am Start. Und dementsprechend würde ich auch gerne gleich mit der ersten Simulation einsteigen, mit dem Bausimulator 2015. Und jetzt hoffe ich, dass Christian Rathemacher in Reichweite ist. Genau, da ist er schon. Hallo Christian. So, ich probiere auch, das hier ganz nah am Kind zu platzieren, das Mikro. Ich hoffe, man hört mich. Super, das klingt nach einem Plan, das machen wir. Ja. Christian, ihr seid jetzt ein knappes Jahr auf dem Markt mit der PC-Version des Bausimulator. Ihr hattet vorher schon ein gutes Jahr Vorlauf mit der Mobile-Version. Beide Versionen ein Riesenerfolg geworden. Es steht jetzt eine Gold Edition vom Bausimulator vor der Tür. Ihr habt den zweiten DLC gestern offiziell auf den Markt gebracht oder vor wenigen Tagen. Und der dritte DLC steht auch schon vor der Tür. Erzählt uns doch gerade zu diesen neuen Erweiterungen jetzt erstmal was. Genau, also wie du gesagt hast, wir sind seit Ende letzten Jahres mit der PC-Version am Markt, haben jetzt vor ein paar Monaten schon das erste DLC rausgebracht, vor ein paar Tagen das zweite DLC und ein drittes Erweiterungs-DLC steht für das B3 an. Und Inhalt sind vor allem neue Maschinen, neue Fahrzeuge und natürlich die passenden Missionen dazu. Das heißt, wir haben aber nicht nur Fahrzeuge genommen, die wir schon drin hatten und neue Marken dazu gebracht oder neue Typenmodelle, sondern wir haben auch komplett neue Fahrzeugtypen dazu gebracht. Im ersten DLC haben wir einen Flattop-Kran mit reingebracht mit einer Einsatzhöhe von, ich glaube, knapp 50 Metern. Damit kann man eben entsprechend auch die großen Baustellen bauen. Im zweiten DLC liefern wir ein Hyper-Drehbohrgerät, das LR28. Ja, genau. Der Kollege spielt hier gerade im Hintergrund. Ist für Spezialtiefbau, auch für große Missionen geeignet, wenn man Elemente im Boden verankern will, wenn man große Baustellen spielen will. Im dritten DLC ist das Highlight der LR1300, super auch von Hyper, ein Hyper-Raupenkran. Das wird das größte Gerät sein, was wir im Spiel haben werden, mit einer Einsatzhöhe von knapp 100 Metern. Und passend zu den jeweiligen Fahrzeugen und Geräten liefern wir eben auch Missionen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt alle drei DLCs habe, die ich sowohl in der Gold Edition halt erwerben kann, wenn ich das Spiel noch gar nicht besitze, oder die ich halt auch einzeln erwerben kann, beispielsweise über Steam, das Spiel hat ja automatisch eine Steam-Anbindung, das heißt, da kann ich die drei DLCs auch dann einzeln erwerben. Wenn ich die alle drei zusammen habe, dann gibt es nochmal eine ganz spezielle Mission, was kann ich da machen? Genau, also wir planen mit dem dritten DLC einen langgehegten Community-Wunsch zu erfüllen, nämlich Brückenbau. Das hatten wir der Community zugesagt und wollen damit unser Versprechen einlösen. Das wird eine Spezialmission sein. Darüber hinaus wird es auch im dritten DLC eine Windradmission geben und dafür sind eben diese großen Raupenkräne perfekt geeignet. Das hört sich ja auf jeden Fall nach ordentlich neuem Spielspaß an und ich finde auch, der Titel sieht nach wie vor fantastisch aus. Es sieht eigentlich immer besser aus, muss man ja direkt sagen, mit jedem neuen DLC, jedem Update, was kommt. Und für euch sind ja auch zwei ganz weitere Themen noch ganz groß. Das ist einmal der Multiplayer-Bereich und zum anderen das Modding von Fahrzeugen unter anderem und Missionen. Wie hat sich denn das in den letzten 10, 11 Monaten, seitdem das Spiel auf dem Markt ist, entwickelt? Eigentlich ziemlich gut, also gerade der Multiplayer ist, nachdem wir anfänglich ein paar Schwierigkeiten hatten, die wir dann aber auch relativ schnell beseitigen konnten, läuft ziemlich gut. Wir haben aktuell immer ein paar hundert Spieler, die aktiv online sind und das Spiel spielen. Das heißt auch, jeder ist jetzt hier eingeladen, immer eine Multiplayer-Session hier zu joinen und zusammen zu spielen. Da findet sich bestimmt immer ein offenes Spiel. Auf der anderen Seite hast du angesprochen, das Thema Modding ist nicht immer ein ganz leichtes Thema. Also ist jetzt mitunter muss man da ein bisschen Zeit investieren, um Missionen reinzubringen oder auch Fahrzeuge ins Spiel zu bringen. Wir probieren da die Einstiegshürden relativ gering zu halten, indem wir
den Spieler an die Hand nimmt, Tutorials mitliefern, die passende Software mit ausliefern, beziehungsweise sagen, wo man die runterladen kann. Und ich glaube, gerade im Bereich Missionsmodding ist uns das ganz gut gelungen. Da kann ich mit einem umfangreichen Missionstoolkit relativ gut starten und relativ schnell eigene Missionen spielen. Prima, das heißt, ich habe relativ einfach meine Möglichkeit, dann auch den Gesamtumfang des Spiels für mich selbst noch zu erweitern und den Spielspaß, der sowieso eigentlich nahezu endlos ist, noch zu erweitern. Prima, dann würde ich sagen, wir freuen uns alle auf den dritten DLC, wir freuen uns auf die Gold Edition, die wird ab Oktober im Handel erhältlich sein, zeitgleich dann natürlich auch der DLC entsprechend über Steam verfügbar sein. Und dann kommen wir jetzt von der Baustelle auf die Straße zu einem ganz anderen Thema, zum American Truck Simulator von SCS Software. Und ich übergebe jetzt mal an meine Kollegin Daniela Mangold und Pavel Sebor von SCS. Ja, hallo zusammen. So, wie gesagt, nach großen Maschinen auf der Baustelle kommen wir jetzt zu viel PS auf der Landstraße. Oder besser gesagt, zu viel PS auf den Highways Kaliforniens. Ich habe heute bei mir hier den Pavel Sebor von SCS Software, der uns etwas über den neuen American Truck Simulator erzählen wird. Genau. Pavel, after stopovers in Scandinavia and Eastern Europe and Euro Truck Simulator, you are taking players back to the American setting in the American Truck Simulator franchise. And can you tell us a bit more about the first installment, the California Starter Bank? Hello, I can try. We used to do a series of truck simulator games, both based in the US some years ago, and we spent a lot of time in Europe. And now when we came back, we realized that at the same quality as we are covering now, for example, Scandinavia, the continent of Northern America is huge. It's crazily huge. We wanted to keep the quality and the scale, you know, the improved quality, and we saw that there's no chance for us to cover all the continent in one go. We would spend a decade there. So we decided to do an approach that taking the continent step by step. We decided to start at the west coast, and even that part is taking us quite a while. Some of our fans are already impatient. Back the formations. We worked hard, really. So we started in California. It should be enough content for players to drive for quite some hours, but they will have to have even more patience later with us growing the development team to add the rest of the continent over the following years. Another big topic for simulation game players is licensed models. What can they expect of American Truck Simulator in this regard? Well, for us being Europe-based, it was even more difficult than in chasing licenses to go to American companies to approach them about licenses. Fortunately, we have now, we can confirm to have two truck companies licensed in Teachable and Kenworth are officially joining us. We have two, actually three more dialogues ongoing with more truck manufacturers. And as we really want to only launch official licensed trucks, we don't want to invent fake brands for trucks. We actually waited for this moment to be able to even release the first installment of the game. Now we are in a good situation, in position to have official trucks in the game. And we hope that once we are out there, it will be much easier to add more, because the truck companies usually only after the initial release realize that it's really beneficial for them to be in the game. So you've said you've got lots to do still for the American Truck franchise. You start with California. Are there any further plans already? Well, since we start from the west coast, we'll be moving eastwards and north next. We already have another we have Nevada under development now. We hope to launch it very soon afterwards as a gift to the players who were so patient with us to wait at least until California. We are moving west towards Arizona, we'll be moving north. So in the next few months, there will be more from us. It's just
we don't want the situation. We would release a little snippet of the game and then have people wait for another year. We want to speed up development and we want to give them more so they can look for more. So another big topic for players is always modding. Will they be able to continue to add their own content to American Truck Simulator just like in the other games? We are definitely paying high attention to support modding. Actually, as of last release of the Euro Truck Simulator game, we added a whole new mod manager interface, a whole new screen, where it's much more comfortable to organize and update mods. The same functionality is coming to American Truck Simulator. We have a small team, a guy dedicated to just improving our open source tools for creation of models for vehicles or world assets. So I think we are actually pushing harder on having better mod support than in the previous years. And surely, since American Truck and Euro Truck franchises use the same technology, the same engine at the core, it will be very easy for people to pick up their experience from Euro Truck and use it applied for American Truck Simulator. Thank you very much. So I'll get back to my colleague. Ja, so, und wir gehen jetzt direkt von der Straße. Ich komme euch noch ein Meterchen näher, da die Kollegen von Rocket uns ja etwas sehr bescheiden hier. Kommen wir euch mal einen Schritt näher. Ihr könnt natürlich auch gerne noch einen Schritt näher kommen. Wir beißen erst nach 14 Uhr. Ja, ich spreche für mich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Mal gucken. Gucken wir mal, ne? Hey, schön, dich wieder hier bei uns zu haben. Wir haben ja genau vor einem Jahr auch schon fast hier gestanden, an gleicher Stelle, und haben uns über Transocean Teil 1 unterhalten. Ein Spiel, das sehr gut angekommen ist, in der Community sehr gut angekommen ist, auch bei der Presse gut angekommen ist und sich ja, richtig schön entwickelt hat. Und ja, jetzt reden wir über Transocean 2 mit dem Zusatznamen Rivals. Und ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was hat es genau mit diesem Namenszusatz und was hat es mit Transocean 2 auf sich? Sehr gerne. Herzlich willkommen erstmal nochmal an die Redakteure, Blogger, YouTuber und den ganzen Rest. Ich bin die Andrea von der Kreisel Hamburg und bei Transocean 2 freuen wir uns ganz doll drauf, euch den Multiplayer jetzt im Teil vorzustellen. Man wird bis zu 8 gegeneinander spielen können, übers Internet, mit Freunden oder gegen Unbekannte. Und die größte Neuerung, die wir damit auch einleiten wollen, ist ein Siegpunktsystem, in dem man sich dann eben mit seinen Rivalen schlägt und versucht, am meisten Siegpunkte zu erhalten. Dafür gibt es in jeder Partie unterschiedliche Siegbedingungen und man muss jede Partie anders spielen. Also man darf sich nicht auf einer Strategie ausruhen, die einmal funktioniert hat. Man muss sich immer wieder anpassen. Zum Beispiel geht es in der einen Partie dann darum, ganz viele Regionsmehrheiten und Zweigstellen zu bekommen. Aber in der nächsten Partie muss man dann vielleicht eher schauen, dass man am meisten Schiffe hat und die größte Flotte baut. Und so wird jede Partie anders sein und für ganz viel Spaß sorgen. Und da freuen wir uns ganz doll drauf. Prima, das hört sich ja nun in der Tat nach einem ja, wirklich auch erfüllten Wunsch der Community an, die auch genau diesen Multiplayer-Modus ja auch ja, sich gewünscht hat. Und das ist aber auch nicht so das Einzige, was ihr geändert habt. Also ihr habt auch an den anderen Gameplay-Mechanismen und natürlich auch an der Engine an sich ordentlich geschraubt. Was hat sich da in den letzten 12 Monaten alles getan? Also im Grunde wird es immer noch darum gehen, dass man seine Frachtschiffe mit Aufträgen befüllt. Neu ist aber zum Beispiel, dass es jetzt nicht nur Containerschiffe gibt, sondern wir haben jetzt auch, was auch die Community sich ganz doll gewünscht hat, Bulkschiffe und Tankschiffe hinzugefügt. Bulkschiffe laden dann so granulares Schüttgut wie Zement, Sand, Kohle und Erze und die Tanker werden flüssige Aufträge durch die Gegend fahren. Und so gibt es dann auch ganz viele neue Frachtarten, die eben dazu passen. Und wir haben auch neue Häfen hinzugenommen, die sich teilweise auch die Community gewünscht hat. Zum Beispiel ist Frankreich jetzt endlich mit einem Hafen vertreten und es gibt noch ein paar andere in Europa, ein paar neue. Und das sind so die größten, coolsten neuen Änderungen. Weiterhin werden die Zweigstellen eben eine viel wichtigere Rolle spielen, dass man sich so in den Regionen, in denen die Welt aufgeteilt ist, breit machen kann und seinen Rivalen eben die Plätze wegschnappen kann eben in diesen Regionen. Und da wird das Ganze eben viel drum handeln. An jedem Hafen kann nur eine Zweigstelle sein und wer sie zuerst gekauft hat, der hat sie zuerst. Prima, das hört sich ja ebenfalls nach einem wirklich spannenden neuen Gameplay-Elementen an und
was mache ich denn jetzt mit Transocean 2 Rivals, wenn ich sage, ich bin Singleplayer und bin zu eher nächtlichen Zeiten unterwegs oder möchte auch ganz einfach lieber alleine spielen, beispielsweise gegen die KI, kann ich das nach wie vor auch tun? Genau, das geht auch. Also das Ganze, was ich erzählt habe mit dem Multiplayer, mit diesen Siegpunkten, das Ganze kann man auch alleine offline gegen die KI spielen und sich da von einem Gegner bis zu 7 Gegnern eben, 8 Spieler insgesamt, sich da KIs hinzufügen. Man kann sich leichtere aussuchen oder schwerere. Da kann man sich sein Spiel gestalten, wie man möchte. Auch von der Länge her kann man eher ein kurzes Spiel sich aussuchen oder ein langes. Da sind einem kaum Grenzen gesetzt. Prima, das heißt im Prinzip eine Wirtschaftssimulation sowohl für Einsteiger, die einfach mal in den Genre reinschnuppern wollen, als auch die erfahrenen Spieler, die schon ja, seit Jahren in diesem Genre unterwegs sind. Ganz genau. Prima. Wann dürfen wir denn mit Transocean 2 Rivals in See stechen? Das wird Anfang 2016 der Fall sein und wir freuen uns wieder auf ganz vieles tolles Feedback und die Community und mal gucken, was wir euch dann alles noch so verraten können, was noch dazu kommt. Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Release und da will ja auch noch die eine oder andere Pressemitteilung und der ist im Drop entsprechend versorgt werden. Auf jeden Fall. Super, Andrea, dann danke ich dir, dass du bei uns warst, dass du dir Zeit genommen hast und wir sehen uns ja dann auch noch bei dem einen oder anderen Interview und Pressetermin oben im Business Center in den nächsten drei Tagen. Ja. Prima. Macht's gut, tschüss. Dann gehen wir jetzt zurück vom Wasser wieder auf die Straße oder besser gesagt gleich in eine ganze Stadt. Jetzt geht es um unseren neuen Titel City Economy. Die Kollegen switchen im Hintergrund gerade schon um und ich übergebe für City Economy wieder an meine Kollegin Daniela. Entschuldigung, mit dem Chef den Einsatz verquatscht.
Wir kommen jetzt direkt zu unserem nächsten Thema und ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Busse haben ja auch ab und zu mal ein bisschen Verspätung. Hoffentlich nicht im neuen Bus-Simulator 2016. Bei mir steht jetzt Thorsten Kriech, Produktmanager für den neuen Bus-Simulator. Und der Bus-Simulator-Franchise hat ja unter dem Label von Astronautrail eine gewisse Historie. Wenn ich mich recht entsinne, war 2008, so waren wir zum ersten Landwirtschaftssimulator, auch der erste Bus-Simulator auf dem Markt, hat sich mit den entsprechenden Nachfolgetiteln über 100.000 Mal verkauft. Und Thorsten, erzähl uns doch jetzt mal ein bisschen, was macht denn der Bus-Simulator 16 jetzt noch schöner und noch besser als seine Vorgänger? Ja, also wir sind wirklich sehr froh, dass wir jetzt endlich nach mehreren Jahren einen neuen Bus-Simulator ankündigen dürfen. Und dieser Bus-Simulator wird unter anderem in einer Open World stattfinden, die etwa 6 Quadratkilometer groß sein wird. Wir haben eine Reihe von original lizenzierten MAN-Bussen im Spiel und außerdem fünf Stadtteile sind das insgesamt, große Städte, wo es dann wirklich großen Spaß machen wird, dann in dem Spiel sich mal umzuschauen. Wie man hier gerade im Hintergrund sehen kann, natürlich ist auch das Interieur der Busse sehr wichtig. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir insgesamt ein sehr einfach zugängliches Spielprinzip haben. Und das bedeutet, uns ging es vor allen Dingen darum, dass wir zwar eine Simulation haben, die auch den Namen verdient, wo aber man trotzdem jetzt keinen Führerschein machen muss, sondern nicht mit einem Bus fahren zu können. Prima, das hört sich ja insgesamt schon wieder nach einem guten, schönen Simulationstitel an, mit entsprechend viel detailverliebten Details und Gameplay-Möglichkeiten. Kannst du uns ja noch ein bisschen was sagen zum Thema Auswahl an Bussen, Lizenzpartner, Streckenführung und entsprechend auch Gameplay in Sachen, wie schalte ich mir unterschiedliche Szenarien oder entsprechend auch Busrevenden frei? Ja, wie ich schon gesagt habe, wir werden auf jeden Fall mehrere Busse von MAN drin haben. Es werden auch noch andere Busse enthalten sein, die nicht von MAN sind. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen lauter werden. Wir werden auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass man auch in Form eines Asynchron-Multiplayers auch mit anderen Leuten spielen kann. Die Busse können natürlich auch ein bisschen individualisiert werden, ohne dass man botten muss, aber man kann auch botten. Ich denke, das wird den einen oder anderen durchaus schon interessieren. Und aber wie gesagt, die Leute, die halt ein bisschen das Händchen dafür haben, die können zumindest die Busfahrer oder einige Decals und so weiter in dem Spiel auf jeden Fall selbst beibringen. Prima, dann hoffen wir, dass wir auf den Bus nicht mehr so lange warten müssen. Ich glaube, fürs Q4 ist der Release geplant. Ja, er ist angepeilt. Wie man bei Bussen halt weiß, muss man ab und zu mal genauer mal hinschauen. Aber es ist zumindest angepeilt, ja. Prima, dann würde ich mal sagen, hoffen wir mal, dass der Bus einfach keine Verspätung hat, dass er nicht von der KVB ist, sondern dass der hier einfach mal pünktlich bei uns an die Haltestelle, sprich dann auch Stores und auf die Download-Plattform rollt. Und bevor wir dann jetzt den großen Schwenk zum Landwirtschaftssimulator machen, wo es ja auch ganz viele spannende Neuerungen gibt, haben wir jetzt erst noch unser Mobile-Game, den Truck-Sim, mit am Start, für den ich dann jetzt einfach nochmal Fluxia an Daniela übergeben möchte. Thorsten, danke dir, dass du bei uns warst und schon mal auf den Bus eingestimmt hast. Ja, danke. MAN, kommen wir jetzt nochmal zurück in die Welt der Trucks. Dieses Mal allerdings auf Smartphones und Tablets, wie bereits gesagt. Bereits in wenigen Wochen wird Trucksim aus der Feder des Berliner Entwicklerstudios Kunststoff in den App Stores zu finden sein. Ich habe heute hier bei mir Patrick Rau von Kunststoff, der uns ein bisschen mehr über zum Spiel sagen kann. Hallo Patrick. Hallo Vanilla. Hallo. Trucksim ist euer erstes Spiel auf als Truck-Simulation, sag ich jetzt mal, in diesem Genre, dazu noch auf Smartphones. Was genau können die Spieler bei Truck-Sim erwarten? Ja, es ist tatsächlich das erste Simulationsspiel, was Kunststoff entwickelt, fast zu Ende entwickelt hat. Tatsächlich soll der September fertig werden. Also wir sind besonders stolz darauf, dass wir wahrscheinlich die größte Open World gebaut haben, die bis heute irgendwie auf Mobile existiert. Ich habe meinen Chefentwickler gefragt, so, kannst du mir ein paar Fakten geben für die Pressekonferenz heute, so Kilometer, Streckenlänge und so weiter. Er sagte mir dann, unsere Welt ist in
180 Quadratkilometer groß, das heißt größer wie die Welt von GTA 4. Das ist ja schon mal was. Ja, auch viel Arbeit. Ja. Was genau muss der Spieler im Traxim machen? Was ist seine Aufgabe? Ja, offensichtlich hat man das Vergnügen, um durch diese riesengroße Welt zu fahren. Also wie man viel ist 3D-Truck-Driving. Aber wir haben auch, und ich glaube, da wird sich zeichnen, sich unser Spiel auch aus, einen Management-Mode eingebaut, in welchem man die Fahrer irgendwie engagieren und verwalten kann, die dann so mehr oder weniger in Echtzeit irgendwie in dieser Welt irgendwie agieren und für den Spieler irgendwie Einnahmen machen muss, mit welchem man dann seinen Truck Logistik-Imperium auf- und ausbauen kann. Genau, also es ist so, dass der Spieler Aufträge erfüllt, dann dafür Ingame Geld erwirtschaftet, mehr und größere Fahrzeuge sich dann immer anschaffen kann. Wie bereits eingangs erwähnt, habt ihr ja auch die MAN-Lizenz im Traxim. Auf welche Modelle kann sich der Spieler da freuen? Ja, wir können ankündigen, dass es tatsächlich die Lizenzen gibt von MAN, und das sind die TGS und TGX, als auch der TGX Efficient Line 2. Und es gibt noch eine weitere Überraschung. Genau, die ist ziemlich rasant. Ja, genau. Und zwar Astrakon hat es auch geschafft, die Lizenz von dem Hahn Racing Team irgendwie zu bekommen. Das heißt, man kann jetzt quasi den Hahn Racing Truck irgendwie im Spiel irgendwie freispielen und damit irgendwie mit Karacho irgendwie Kisten heizen. Genau, also dazu zu sagen, der Jochen Hahn ist der Vize-Europameister im Truck Racing. Wir haben den Hahn Racing Truck in Traxim dabei. Der kann ganz normal im Spiel freigeschaltet werden, ist also kein Zusatzcontent, sondern ist Teil des Spiels, ist der stärkste Truck im Spiel und kann nicht nur zum kräftig Gas geben benutzt werden, sondern ist auch die stärkste Zugmaschine im Spiel, und wir freuen uns drauf. Die Kooperation ist eine ganz enge und die Leute sind super. Und ja, das war es soweit für uns und wir kommen wie angekündigt zum Landwirtschaftssimulator. So, dann genau, bitte ich einmal gerade den Eventuell das von. Komm ein Stück zu mir rüber. Wir stellen uns auch mal ein bisschen jetzt hier Richtung Landwirtschaftssimulator. Ihr habt ja hier mit den größten Part, und da sind auch unsere Promoter direkt schon im Kostüm mit am Start. Du bist Softwareentwickler bei Giant Software und hast den 15er entsprechend auch mit zu verantworten, sage ich jetzt mal, und mit dran geschraubt, prima. Und ja, wir haben jetzt in wenigen Wochen die Gold Edition des Landwirtschaftssimulator 15 mit am Start, der jede Menge neue Inhalte mit sich bringen wird. Und welche sind das genau? Ja, das sind zum einen neue Fahrzeuge und zum anderen ist es eine neue Karte, eine neue Umwelt, eine neue Landschaft, die sich im östlichen Europa orientiert. Und sie bringt zwar keine funktionalen Neuerungen, also keine neue Fruchttypen oder dergleichen, aber dadurch, dass die Karte nur, beziehungsweise das Gold-Addon nur für den PC und die neuen Konsolen gelistet, konnten wir mit den Texturgrößen noch umgehen und dadurch wird alles sehr detaillierter, noch besser und noch hübscher. Daneben habt ihr dann aber auch entsprechend auch neue Lizenzpartner jetzt mit im Spiel und dementsprechend auch neue Fahrzeuge? Richtig. Zum einen sind das Traktoren der Firma Zetor. Dann haben wir einen LKW der Firma Tatra. Und schließlich haben wir noch von der Firma Rostlemesh zwei Mähdrescher und dann Hexer. Prima, das heißt, ich kann mein Landwirtschaftssimulator-Universum nicht nur meine neue Karte erweitern, sondern ich habe auch noch die Möglichkeit, entsprechend dann auch neue Fahrzeuge, die auch zur Region teilweise passen, von der Hersteller her dann entsprechend auch dort realistisch mit einsetzen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe den Landwirtschaftssimulator schon, ich brauche jetzt eigentlich nur noch die neuen Fahrzeuge, neue Karte, dann muss ich aber nicht die Gold Edition kaufen, oder? Nein, dafür gibt es das Gold Addon, also das lässt sich auf einzelne Erwerben und dann zusätzlich zum normalen Landwirtschaftssimulator installieren. Okay, prima, genau. Dieses besagte Addon wird dann auch natürlich parallel zur Gold Edition erscheinen und ich glaube 14,99 ist angesetzt, der UVP, dementsprechend dann im Handel erhältlich sein. Und ja, aber ihr habt nicht nur neue Software hier am Start, sondern
neben der neuen Software gibt es jetzt auch endlich einmal offizielle Landwirtschaftssimulator-Hardware, die in Kooperation mit den Kollegen von MadCats entwickelt worden ist, hier jetzt in Deutschland unter dem Namen von Seitec, dem Schwester-Tochter-Unternehmen von MadCats entsprechend, die auf den Markt kommt. Der UVP liegt aktuell bei 249,99, also rund 250 Euro. Und ja, das sieht ja schon ganz imposant aus. Wir haben es hinten am Stand auch installiert, das Steuergerät. Was kann ich damit alles machen? Die Tastenauswahl sieht ja nach jeder Menge aus. Absolut. Also das Lenkrad und das Leitbändel dazu, die bieten eine Vielzahl an Eingabemöglichkeiten, an Knöpfen und Eingabeachsen. Das Lenkrad zeichnet sich durch eine 900-Grad-Lenkung aus. Das heißt, man kann wirklich sehr präzise seine Fahrzeuge durch die Welt steuern. Dazu haben wir zwei Analogsticks auf dem Lenkrad und insgesamt sind es 12 Knöpfe auf dem Lenkrad. Das heißt, man hat da schon eine sehr, sehr große Vielzahl an Eingabemöglichkeiten. Und mit dem Sidepanel gewinnt man nochmal zusätzlich viele Knöpfe und kann dann tatsächlich jede beliebige Funktion im Spiel damit steuern. Plus, das Sidepanel hat einen wunderbaren kleinen Joystick, der drei Achsen hat. Das heißt, er lässt sich nicht nur kippen, sondern auch rotieren. Und dadurch kann man dann wirklich alle Kräne Frontlader im Spiel perfekt bedienen. Prima, das heißt, wenn ich ein richtiger Landwirtschaftssimulator-Fan bin, dann sollte ich schnell vorbestellen, bevor die Hardware noch ausverkauft ist. Ja, dafür können wir gerade vorbei. Prima, dann würde ich aber sagen, so viel zum Landwirtschaftssimulator 15, aber wir haben ja da noch die ominöse 16 im Raum stehen. Es wird auch einen Landwirtschaftssimulator 16 geben, allerdings auf der PlayStation Vita. Genau, kannst du uns so entsprechende Landwirtschaftssimulator auf der Vita auch ein paar Sachen erzählen, ein paar Details. Welche Fahrzeuge wird es geben, welche Landwirtschaften und wird es das neue Element der Forstwirtschaft auf dieser Konsole geben? Ja, also zum einen hat sich natürlich die Grafik noch weiter verbessert. Sieht wirklich hervorragend aus, wie ich finde. Da haben wir über 50 Maschinen und wie du schon angesprochen hast, kann man tatsächlich auch auf den mobilen Endgeräten jetzt die Forstwirtschaft betreiben. Also tatsächlich Bäume fällen und ernten. Weiterhin haben wir zwei neue Fruchttypen für die mobile Version. Das heißt, Kartoffeln und Zuckerrüben sind jetzt auch hier erntebar. Und dann hat der Helfer auch noch neue Funktionen bekommen und ist jetzt etwas universeller einsatzbar und kann mehr Aufgaben übernehmen. Und, ja, es wird fast schon ein bisschen strategischer, das Ganze. Prima, dann würde ich sagen, auch im Oktober, November. Ich sag jetzt mal ganz neutral, Herbst ist glaube ich angepeilt. Freuen wir uns dann also nicht nur auf den neuen Landwirtschaftssimulator als Erweiterung auf dem PC, sondern auch entsprechend auf die neue Vita-Version. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt bei dir für die neuen Erkenntnisse in Sachen Landwirtschaftssimulator und kann allen jetzt einfach nur raten, probiert es einfach mal aus. Das Lenkrad ist wie gesagt hier am Stand installiert. Für alle diejenigen, die mit uns daran Termin im Business Center haben, da haben wir das Lenkrad selbstverständlich auch noch mit am Start und ja, dann würde ich sagen, gleich mal auf unseren nächsten Programmpunkt hier hinweisen. Pavel Silbor von SCS Software wird jetzt direkt im Anschluss hier für seine Autogrammstunde noch bereitstehen. Entsprechend, wer hier noch Interesse hat, sich einfach an den Kollegen wenden, der sicherlich bei meiner Kollegin jetzt auch gleich in Reichweite des American Truck Simulators hier am Stand zu finden sein wird. Prima, dann bedanke ich mich hier. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben gelernt, nächstes Jahr brauchen wir eine noch stärkere Anlage, obwohl die jetzt hier schon stärker ist als im letzten Jahr. Respektive, wir suchen uns im nächsten Jahr einfach eine ruhigere Nachbarn oder eine PK direkt im Business Center. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, den einen oder anderen in den nächsten Tagen im persönlichen Termin noch wiederzusehen bei uns im Business Center oben und wünsche Ihnen allen jetzt eine erfolgreiche Gamescom 2015. Yeah.